Noch dampft es im Betriebswerk Rottweil. Hier sind sogar noch letzte Herrlichkeiten der längst vergangenen preußischen Staatsbahn aufzuspüren. Szenen, die zwischen Villingen und Tübingen 1974 aufgenommen wurden, lassen wehmütige Erinnerungen an die ausklingenden planmäßigen Einsätze der ehemals preußischen Gattungen P8 und T18 aufkommen. Bei Horb ist die 078-246 unterwegs. Sie war seit Sommer 1973 die letzte Vertreterin ihrer Baureihe, die noch bei der DB Dienst tat. Nicht allzu viel Leistung verlangt ihr der Nahverkehrszug 5915 nahe Trossingen ab. Aus der Gegenrichtung kommt 038-772. Auch sie war damals die letzte ihrer Baureihe bei der DB. Die elektrische Lokalbahn Trossingen Bahnhof Trossingen Stadt ist damals wie heute im Betrieb. Und sogar Sonderfahrten mit einem Uralt-Triebwagen sind möglich. Zwei Jahre früher, 1972, waren Lokomotiven der Reihe 038 noch zwischen Hausach und Eutingen zu beobachten. 038-382 steht mit ihrem Eilzug Nummer 1946 nach Eutingen abfahrbereit im Bahnhof Freudenstadt. Rund 3.800 Stück der preußischen Gattung P8 wurden von 1906 bis 1928 gebaut. Das Viadukt über das weite Tal bei Dornstetten nahe Freudenstadt war Anfang der 70er Jahre ein beliebtes Aufnahmemotiv. Gleich nach Ankunft im Bahnhof Eutingen rangiert 038-382 ans andere Ende des Zuges. Die Wirtschaftlichkeit der P8 und vor allem ihre Zuverlässigkeit waren legendär. Etwa 500 Maschinen erreichten ein Dienstalter von 50 und mehr Jahren. Während 038-382 in Eutingen ihrem Rangiergeschäft nachgeht, hat in Freudenstadt ein Nahverkehrszug mit Lok 050-630 Einfahrt. Die Güterzuglokomotive der Baureihe 50 zählt zu den gelungensten Konstruktionen der Deutschen Reichsbahn. Von 1939 bis 1943 wurden über 3000 Stück gebaut. Dank ihrer geringen Achslast konnte sie auch auf Nebenstrecken eingesetzt werden. Inzwischen ist auch unsere alte Bekannte 038-382 nach Freudenstadt zurückgekehrt. Am frühen Nachmittag wartet sie nun auf den Abfahrbefehl für die Fahrt nach Hausach. Im Bahnhof Loßburg-Roth, dem ersten Halt in Richtung Hausach, pustet Lok 050-630 ihre Auspuffwolken in den Himmel des Nordschwarzwalds. Musik
Kurze Zeit später brummt ein Schienenbus aus der Gegenrichtung vorbei. Ankunft in Hausach. Die P8 leistete 1180 PSI. Als Personenzuglokomotive konstruiert, wurde sie zumindest aushilfsweise vor andere Zuggattungen gespannt. Verabschieden wir uns von der P8 mit einer abendlichen Ausfahrt aus dem Bahnhof Hausach. Den P4142 wird sie bis Eutingen führen. Mittlerweile erhält in Hausach ein verspäteter D-Zug aus Offenburg Vorspann. So ist die bevorstehende starke Steigung der Schwarzwaldbahn schneller zu bewältigen. Die Schwarzwaldbahn hatte vor dem Bau der Gotthardbahn internationale Bedeutung für den Verkehr nach Italien. Die schwierigen topografischen Verhältnisse des Abschnitts Hausach-Villingen bedeuteten bei der Planung eine große Herausforderung. Auf einer Luftlinienentfernung von 11 Kilometern zwischen Hornberg und Sommerau musste die Bahn 448 Höhenmeter bewältigen. Der Erbauer der Schwarzwaldbahn, Robert Gerwig, löste dieses Problem mit der Anlage von zwei Doppelschleifen. Am 10. November 1873 wurde die gesamte Strecke Offenburg-Singen festlich eingeweiht. 36 Tunnel mit einer Gesamtlänge von 9,6 Kilometern kennzeichnen die Etappe Hornberg-Sommerau. Die größte Steigung beträgt 1:50 und der kleinste Kurvenhalbmesser 300 Meter. Fahrt durch den Seelenwaldtunnel 1. Und 2. Die gleiche Situation als Vorbeifahrt beobachtet. Einsam liegt die Blockstelle Seelenwald. Mit der Ankunft der ersten V200 beim Betriebswerk Villingen am 31. Oktober 1956 nahm die Vollverdieselung der Schwarzwaldbahn ihren Anfang. Für etwas leichtere Aufgaben kamen auch Loks der Baureihe 216 zum Einsatz. Vom Gerwigfelsen erschließt sich der sogenannte Drei-Bahnen-Blick. Die Entwicklung der zweiten Doppelschleife mit ihren drei Ebenen ist von hier aus gut zu überblicken. Zuletzt unterfährt der Zug den Standpunkt Gerwigfelsen. Auch Schienenbusse der Baureihe 798 fuhren im Oktober 1973 mit nur wenigen Leistungen auf der Schwarzwaldbahn.
Die Baustelle zwischen dem Krähenloch und dem Sommerbergtunnel kündigte das Ende der Dieseltraktion auf der Schwarzwaldbahn an. Die Gleise mussten für die Elektrifizierung abgesenkt werden, um das notwendige Lichtraumprofil in den Tunnels zu erreichen. Am 27.09.1977 war die gesamte Linie elektrifiziert. Durchfahrt mit Gleiswechsel im Bahnhof Nussbach. Die Strecke Ulm-Aulendorf und weiter nach Friedrichshafen war das letzte Einsatzgebiet des Flachlandrenners der Baureihe 003. Diese leichte Variante der Baureihe 01 war für Strecken bestimmt, die noch nicht für eine Achslast von 20 Tonnen ausgebaut waren. Die 2 Meter hohen Treibräder befähigten auch sie zu einer Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern. Ausfahrt frei für einen Eilzug aus dem Bahnhof Ulm in Richtung Friedrichshafen. Telegrafenmasten, ein Streckengeher und ein Dampfzug. Leider ein unwiederbringliches Bild aus längst vergangenen Tagen. Bilderbuchausfahrt mit alter Eilzugwagengarnitur aus Laupheim West. Einfahrt im Knotenpunkt Aulendorf. Hier zweigen die Strecken nach Leutkirch und Herbertingen ab. Okay. 003-088 gehört zu den letzten drei Vertreterinnen dieser Reihe, die bei der DB Dienst taten. Die Aufnahmen von 1972 zeigen letzte Erinnerungen an diese eindrucksvolle Schnellzugdampflokomotive im regulären Einsatz. Bis 1975 war der Bereich Würzburg-Crailsheim ein Mekka für Eisenbahnenthusiasten. In Würzburg Hauptbahnhof steht ein Nahverkehrszug, bespannt mit 023-067 zur Abfahrt nach Lauda bereit. Die 105 Neubaudampfloks der Baureihe 023 wurden als Ersatz für die betagte P8 von der DB zwischen 1950 und 1959 beschafft. Allerdings gelang es trotz moderner Fertigungsmethoden nicht, die alten Preußen-Loks zu verdrängen. Bei etlichen bemerkenswerten Leistungen konnte man auch Maschinen der Baureihe 050 beobachten. Hier die prächtige Anfahrt eines Güterzuges aus Kirchheim in Richtung Würzburg.
Die offene Landschaft bei Kirchheim bot gute Möglichkeiten, rasante Vorbeifahrten der 23er einzufangen. Die als letzte gelieferte 023-105 war zugleich auch die letztgebaute Dampflokomotive bei der DB. Er Impressionen bei Lauda. Die eleganten Maschinen waren 110 Stundenkilometer schnell und leisteten 1785 PSI. Ein stilreiner Zug mit Baureihe 023 und drei- wie auch vierachsigen Umbauwagen bei Edelfingen auf der Fahrt nach Bad Mergentheim. Auch die 80 Stundenkilometer schnellen Güterzuglokomotiven der Baureihe 050 waren im planmäßigen Personenverkehr eingesetzt. Beheimatet waren alle hier gezeigten Loks der Baureihen 023 und 050 in Crailsheim. Die mit dem Strukturwandel verbundene Verdrängung der Dampflokomotive hatte mehrmals die Umstationierung ganzer BW-Bestände zur Folge. Die letzten Hochburgen der 023er waren die Betriebswerke Crailsheim und Saarbrücken. Das interessante Treiben in einem Dampf-BW konnten Eisenbahnfreunde 1975 in Crailsheim noch voll genießen. Wie die anderen europäischen Bahnverwaltungen arbeitete die DB seit den 60er Jahren an einem Konzept für Hochgeschwindigkeitszüge. Hierfür führte man diverse Untersuchungen durch. Eine der Messreihen fand 1974 auf der Odenwaldbahn statt. Eine verkürzte Einheit des IC-Schnelltriebwagens Baureihe 601 steht mit einer Messlanze bewährt im Bahnhof Erbach für eine Messfahrt bereit. Diese Anordnung dient der Strömungsmessung vor dem Zug. Ziel der Messfahrt war die Erforschung von Druckverlauf und Luftströmung im Tunnel bei einer Zugdurchfahrt. Durchgeführt wurden die Untersuchungen vom Institut für Schienenfahrzeuge der Technischen Universität Hannover. Als Versuchsobjekt war der Krähbergtunnel ausgesucht worden. Mehrere Messfahrten führte man mit dieser Versuchsanordnung auf der Strecke Erbach-Keilbach durch. Die Ergebnisse wurden in die Planungen für Tunnels bei Neubaustrecken eingebracht. Altbau-E-Loks haben viele Freunde. Zwischen Freilassing und Rosenheim hat unser Kameramann 1974 interessante Einsätze etlicher alter Baureihen filmen können. Der Bahnsteig in Freilassing bot einen guten Überblick über die hier eingesetzten Oldtimer. Eben hat ein Schnellzug aus München mit Zuglok 118010 Einfahrt. Im Bahnhofsvorfeld rangiert eine Lok der Baureihe 116. Eine Lok der Baureihe 144/5 macht sich nach getaner Arbeit auf den Weg ins BW. Das bayerische Signal befindet sich in Ruhestellung. Das heißt, Rangierfahrten sind erlaubt. Freilassing war einer der letzten Bahnhöfe der DB, der mit bayerischen Formsignalen bestückt war. Eine 116er ist auf der Fahrt an ihrem Zug. Die Konstruktion der Reihe 116 geht auf die Länderbahnzeit zurück. Als bayerischer ES1 wurden die ersten Lokomotiven ab 1927 in Dienst gestellt. 21 von ihnen entstanden insgesamt. Typisch für sie ist der einseitige Buchli-Antrieb. Anfahrt der 116017 mit ihrem Eilzug in Richtung München.
Nahe dem Bahnhof Theisendorf gibt es jetzt ein regelrechtes Defilé von Altbau-E-Loks. Den Auftakt bilden zwei Szenen mit der bis zu 120 Stundenkilometer schnellen Baureihe 116 im Eilzugdienst. Auch die Baureihe 144 war hier vor Eilzügen anzutreffen. Ihre Schwesternbauart 144/5 ist mit einer Güterzugsleistung in Richtung München unterwegs, die sie jahrelang übernehmen musste. Sonst waren solche Leistungen hier Domäne der Baureihe 194. Bis zum Erscheinen der E50 trugen diese 3300 Kilowatt starken Loks die Last des schweren Güterverkehrs bei der DB. Eine Spezialität auf diesem Streckenabschnitt waren die Korridorzüge der ÖBB, die zwischen Salzburg und Kufstein verkehrten, mit dem elektrischen Triebwagen der Reihe 4010. Den E-Lok-Reigen auf der Strecke Freilassing-München beschließt die Einfahrt der 116009 im Bahnhof Theisendorf. Übrigens ist diese Lok in Garmisch-Partenkirchen erhalten geblieben. Zurück nach Freilassing. Die von hier abzweigende steile und kurvenreiche Strecke nach Berchtesgaden erforderte eine eigene Lokomotiventwicklung. Die Baureihe E44/5. Zwei Loks der Baureihe 144/5 in unterschiedlicher Bauausführung setzen sich an einen Schnellzug, den sie nach Berchtesgaden weiterführen. Die Lokomotiven der Baureihe 144/5 verbrachten überwiegend ihr Lokomotivleben auf der Strecke Freilassing-Berchtesgaden. Eine der Besonderheiten waren die Schiebedienste bei schweren Zügen über die Steilstrecke zwischen Bad Reichenhall und Hallturm. Die Neigung beträgt bis zu 42 Promille. Eine Lok der Baureihe 160, die in Bad Reichenhall stationiert war, übernahm diese Aufgabe. Die Schiebelok ist schon bereit, um sich an den Schluss des Zuges zu setzen. Eine zusätzliche Erschwernis auf der Steilstrecke bilden auch die engen Kurvenradien von zum Teil nur 180 Metern. In diesen Kurven ist zur Erhöhung der Sicherheit eine Führungsschiene angebracht. Nach Erreichen des Kulminationspunktes im Bahnhof Hallturm kehrt 160003 als LZ wieder zurück nach Bad Reichenhall. Fallweise waren hier sogar 194er im Nahverkehrsdienst eingesetzt. Bei der Talfahrt war am letzten Halt vor der Steilstrecke eine Bremsprobe vorgeschrieben. Außerdem musste ein zweiter Mann, meistens ein Schaffner, auf dem Führerstand mitfahren. Folgende Szenen setzen der inzwischen längst abgebauten Nebenbahn Burg Tann-Allersberg ein kleines Denkmal. Im Spätsommer 1972 steht eine Dampflok der Baureihe 086 in Burg Tann mit ihrem Nahverkehrszug zur Abfahrt bereit. Eine 14,8 Kilometer lange Reise liegt vor ihr. Eine knappe halbe Stunde Fahrzeit wird sie dafür benötigen.
Die Baureihe 86 wurde für den gemischten Dienst auf stark befahrenen Nebenstrecken konzipiert. (lacht) 774 Maschinen wurden zwischen 1928 und 1943 gebaut. In der Gegenrichtung verlässt ein Zug, dem mehrere Expressgutwagen beigestellt sind, Unterferrieden. Die 10 Wagen stellen keine Last für die starke 86er dar. Es ist immer wieder ein schönes Erlebnis, wenn ein Dampfzug langsam am Betrachter vorbeizieht. Normalität ist wieder eingekehrt. Die 086er bringt nur einen Zug mit 4 Wagen zurück nach Burgthann. Stationiert waren die Dampfloks, die auf der Strecke Burgthann-Allersberg verkehrten, im BW Nürnberg-Rangierbahnhof. Dorthin war auch immer eine Leerfahrt nötig, wenn Kohle gefasst werden musste. Auch die Strecke Weiden-Eslarn sucht man heute im Kursbuch vergeblich. In Weiden gehörten 1972 die Tenderlokomotiven der Baureihe 064 noch zum täglichen Erscheinungsbild. Eben verlässt 064-295 mit einer Garnitur 3- und 4-achsiger Umbauwagen den Bahnhof Weiden in Richtung Bayreuth. Der nächste Zug hat das Ziel Bayreuth. Die Ausfahrt mit dem Kohlekasten voraus weist darauf hin, dass der Zug nach Eslarn unterwegs ist. Zuglok ist 064-270. 520 Stück dieser leichten Personenzuglok wurden ab 1928 gebaut. Ihre Höchstgeschwindigkeit lag bei 90 Stundenkilometern. 950 PSI brachte sie an die Räder. Im Endbahnhof Eslarn erwartet uns ein ungewöhnliches Rangiermanöver. Nach der Ankunft stößt die 64er ihre Wagengarnitur nach kurzem Anlauf ab und die Wagen rollen zurück auf die freie Strecke, die leicht ansteigt. Dort werden sie vom Zugpersonal mit den Handbremsen festgehalten, bis die Lok Signal gibt, dass sie das Gleis inzwischen geräumt hat und am Lokschuppen steht. Durch das Lösen der Bremsen rollen dann die Wagen aus dem Gefälle allein an den Bahnsteig zurück. Nach dem Bekohlen und Wasserfassen kann sich die Lok wieder an den Zug setzen. Dieses ungewöhnliche Manöver führte man nicht nur aus, wenn ein Umfahren des Zuges wegen der Belegung der Bahnhofsgleise unmöglich war. Es war einfach praktisch. Ein weiteres Reiseziel zu E-Lok-Veteranen. Interessante Einsätze konnten 1975 auf der Strecke Lichtenfels-Coburg auf Film festgehalten werden. Am Bahnsteig in Lichtenfels lädt uns ein Zug, bespannt mit einer der 4 Loks der Baureihe 119, zur Fahrt nach Coburg ein. Dieser ehemals stolze Renner wurde in 2 Baudosen mit je 2 Maschinen 1939 und 40 gebaut. Sie waren für Geschwindigkeiten von 225 Stundenkilometern konzipiert. Leider verhinderte der Krieg eine Erprobung in diesem Geschwindigkeitsbereich.
Unterwegs gibt es eine Begegnung mit der Vorserienlok 110004. Mit den Probeloks dieser Bauart hat die Entwicklung neuer Elektrolokomotiven bei der DB begonnen. Kurz vor Coburg die Vorbeifahrt einer 144er. Coburg wird von der Festung dominiert. Hier ist inzwischen 119001 eingetroffen, die für die Rückfahrt ans andere Zugende umsetzt. Mit einer auf 140 Stundenkilometern reduzierten Höchstgeschwindigkeit schied 1978 die letzte Lok dieser Gattung bei der DB aus. Auch auf dem Streckenabschnitt Lichtenfels-Ludwigstadt boten sich interessante Motive an. Vielfach konnte man die Baureihe 118 vor Eil- und Interzonenzügen beobachten. Von den 55 ab 1935 in Dienst gestellten Lokomotiven wurden die verbliebenen 41 ab Mai 1974 dem BW Würzburg zugeteilt. Diese Baureihe war bis zum Erscheinen der E10 die elektrische Schnellzuglok schlechthin. Mit einer Nennleistung von 3040 Kilowatt wurde diese Loktype auf der Pariser Weltausstellung als leistungsfähigste Einrahmen-Elektrolok der Welt mit 3 Grand Prix ausgezeichnet. Im Bahnhof Steinbach am Wald wechseln wir den Zug. Bis Ludwigsstadt führt jetzt eine Vorserienlok der Baureihe 110. Die erste Vorserienmaschine ist 1952 in Betrieb genommen worden. Sie wurde nach dem Vorbild der Gattung RE44 der SBB entwickelt. Nördlich von Steinbach am Wald eine Begegnung mit einer Lok der Baureihe 144. Nahe Ludwigstadt erleben wir einen interessanten Reigen verschiedener E-Loks, eröffnet von einem mit einer 118er bespannten D-Zug. Es folgt ein Güterzug, geführt von einer Baureihe 194 mit Schubhilfe der Schnellzuglok 110-333. Bei der Beförderung eines Interzonenzuges hat die 119 eine adäquate Zugleistung zu erbringen. Schub leistet eine Baureihe 194. Noch wenige Kilometer und die Vorserien 110er erreicht mit ihrem Zug den Zielbahnhof Ludwigstadt, kurz vor der damaligen innerdeutschen Grenze. Hier endeten alle Nahverkehrszüge. Während 110-005 ihren Rangieraufgaben nachgeht, hat ein Güterzug aus Probstzella, der Grenzstadt jenseits des Stacheldrahts, Einfahrt. Nach kurzem Halt setzt die wie aus dem Ei gepellte 194-541, eine Versuchslok mit Hochspannungssteuerung, ihre Fahrt Richtung Lichtenfels fort. Für unzählige Eisenbahnfreunde war die schiefe Ebene ein Zauberwort, solange sich noch Dampflokomotiven der Baureihe 001 über die 25 Promille steile Rampe kämpften. Kehren wir noch einmal nach Lichtenfels zurück und lassen uns vom ausklingenden Dampfbetrieb über die schiefe Ebene nach Hof beeindrucken. Die letzten Vertreterinnen der Baureihe 001 wurden im BW Hof stationiert.
Zwischen Bamberg und Hof konnten sie noch einmal demonstrieren, was in ihnen steckt. Ab 1925 wurden 231 Maschinen in Dienst gestellt. Ihre Höchstgeschwindigkeit betrug 130 Stundenkilometer. Die DB rüstete insgesamt 50 Loks mit Hochleistungskesseln aus. Sie unterschieden sich von der alten Bauart durch einen niederen Schornstein und das Fehlen eines Speisedoms. Abendliche Ausfahrt eines Eilzugs aus Lichtenfels nach Hof mit zwei Maschinen der Baureihe 001. Bei freundlicherem Wetter zeigt sich eine 001 mit Neubaukessel bei der Anfahrt im Bahnhof Kulmbach. Ein- und anschließende Ausfahrt in Neuenmarkt-Wirsberg. Hier am Fuße der schiefen Ebene befindet sich das berühmte Bahnbetriebswerk, in dem heute das Deutsche Dampflokomotivmuseum untergebracht ist. Schon 1848 wurde die Strecke über die schiefe Ebene eröffnet. Welch eine Herausforderung an die Lokomotivkonstrukteure von damals, Maschinen zu schaffen, die diese lange Steigung bewältigen konnten. Ein markantes Motiv: die Brücke beim Einfahrsignal von Neuenmarkt-Wirsberg. Eine 001 mit Neubaukessel nimmt Schwung, um mit dem Interzonenzug die Rampe zu bewältigen. In der Gegenrichtung eine Lok mit Altbaukessel. Die eigentliche Steilstrecke hat unser Kameramann im Winter besucht. Heben wir uns diese Impressionen für den Schluss auf. Bei Markt Schorgast fahren die beiden 001er in eine fotogene S-Kurve ein. Die Schufterei der Bergstrecke ist vorbei. Im Hintergrund taucht der 1023 Meter hohe Ochsenkopf auf. Einige Vorbeifahrten in der nebelversunkenen Gegend von Oberkotzau. Bahnhofsdurchfahrt in Oberkotzau. In Hof gab es seit alters her umfangreiche Anlagen zur Versorgung der Dampfloks. Das BW Hof ist untrennbar mit der Geschichte der Baureihe 01 verbunden.
Schon 1926 wurden hier die ersten Maschinen dieses Typs beheimatet. Bis zum Kriegsende waren sie zwischen Regensburg und Leipzig mit Personalwechsel in Hof eingesetzt. Nach dem Krieg, ihres nördlichen Einsatzgebietes beraubt, befuhr sie die Strecken nach Regensburg, Nürnberg und Bamberg. Mit dem Fahrplanwechsel 1973-74 war die 001 bis auf 4 Reserveloks beim BW Hof, ihrem letzten Domizil, von den Strecken der DB verschwunden. Beschließen wir unsere Reise in die Vergangenheit mit Szenen von der Schiefen Ebene, einer der bekanntesten Streckenabschnitte der Deutschen Bahnen. Die Aufnahmen entstanden Anfang 1973. Ausfahrt aus Neuenmarkt-Birsberg. Eine seltene Begegnung mit einer Lok der Baureihe 280, der ersten Nachkriegsentwicklung einer Diesellok bei der DB. Die eigentliche Steilrampe ist 5,4 Kilometer lang. Für die 001 lag die Lastgrenze des Zuggewichts für diesen Streckenabschnitt bei 226 Tonnen. Bei deren Überschreitung musste in Neuenmarkt-Birsberg eine Schiebelok gestellt werden. Verabschieden wir uns mit eindrucksvollen Bildern von einem interessanten Zeitabschnitt der Deutschen Bundesbahn.